neue offene Produkte des BKGs. Mit dem BKG pflegt der Voskis ja in den letzten Jahren eine verstärkte Zusammenarbeit, die ja auch an mancher Stelle von Früchte getragen hat. Vielen Dank für den Vortrag von Patrick Knöfel und Michael Hovenbitzer. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie zu den neuen und offenen Daten des BKG. Wir, das sind mein Kollege Michael Hovenbitzer und ich, Patrick Knöfel, wir werden Ihnen in den nächsten Minuten die neuen offenen Daten aus den Projekten Digitaler Zwilling Deutschland und Starkregengefahren Hinweise vorstellen. Beginnen werde ich mit dem Teil des Digitalen Zwillings Deutschland und dann später mein Kollege Michael Hovenbitzer stellt Ihnen dann die Daten der Starkregengefahren Hinweiskarte vor. Stichwort digitale Zwillinge. Hier gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die dieses Konzept umsetzen wollen, eines digitalen Zwillings. Das sind zum einen auf globaler Ebene die Destination Earth-Initiative der Europäischen Kommission. Hier sollen in den nächsten 7 bis 10 Jahren verschiedene thematische Zwillinge aufgebaut werden, die dann zu einem globalen digitalen Zwilling zusammengefügt werden sollen. Und es gibt auf der kommunalen Ebene Bestrebungen einiger Städte, einen digitalen Zwilling umzusetzen, zum Beispiel hier die Stadt München oder auch die Stadt Hamburg, Leipzig und auch weitere Städte und Kommunen, die versuchen, einen solchen digitalen Zwilling umzusetzen. Und zwischen all diesen Initiativen, die ich jetzt genannt hatte, sehen wir uns mit dem digitalen Zwilling Deutschland. Warum brauchen wir einen digitalen Zwilling für Deutschland? Also das können wir so beantworten, indem wir nämlich große gesellschaftliche Fragestellungen mit starkem Geobezug für den ganzen Bund bundeseinheitlich beantworten wollen. Und dafür brauchen wir einmal flächendeckende Informationen für den ganzen Bund, homogene Informationen und dreidimensionale Informationen haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben, dass wir das mit dem digitalen Zwilling Deutschland umsetzen wollen, um Fragestellungen zu beantworten, wie ich schon sagte, mit starkem Geobezug, wie zum Beispiel Fragen aus den Bereichen Anpassung an den Klimawandel, Elektromobilität, Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und so weiter. Der digitale Zwilling Deutschland, so wie wir ihn konzipiert haben und planen, besteht aus einem Grunddatenbestand. Und dieser Grunddatenbestand, der besteht aus einem hochpräzisen 3D-Modell. Wir wollen hier also mit modernster Laser-Technologie Punktwolken erheben lassen mit hoher Punktdichte, das über das gesamte Bundesgebiet innerhalb von einer Vegetationsperiode bzw. eines Kalenderjahres mit einer Auflösung von ca. 30 cm, die wir dann über das gesamte Bundesgebiet bereithalten. Und diese, sage ich mal, 3D-Modell soll regelmäßig in einem 3-jährigen Zyklus beflogen werden. Dann wollen wir diese Daten des Grunddatenbestandes anreichern mit weiteren Informationsebenen, weil eben ein digitaler Zwilling, so wie wir es verstehen, nicht nur ein 3D-Modell ist, sondern ein 3D-Modell, das mit weiteren Geodaten und Informationsebenen angereichert werden kann. Hier sind zum Beispiel zu nennen Klima, Infrastruktur, Landwirtschaft oder auch Echtzeitsensorik für zum Beispiel Messung von Verkehrsströmen. Das Schema des digitalen Zwillings Deutschland sieht folgendermaßen aus, dass wir den Grunddatenbestand auf der linken Seite des 3D-Modell, was wir alle 3 Jahre für Deutschland befliegen wollen, haben. Und dann wollen wir daraus ein digitales Abbild Deutschlands bauen. Hierzu verknüpfen wir das mit weiteren Fachdaten, die wir beim BKG vorhalten, aber auch anderen weiteren Geodaten, die für die Anwendungen, die da noch zu stricken sind, verwendet werden können. Und das Ganze soll in der gemeinsamen Datenhaltung dann bereitgestellt werden und auch analysiert werden. Zum Beispiel eignen sich hier Data Cubes für diese Analysen dieser Daten. Und dann über bestimmte Regeln werden dann die Referenzdaten für verschiedene
Anwendungen eingesetzt und Varianten des digitalen Abbildes erstellt, mit denen man dann Simulationen oder Vorhersagen treffen kann. Und diese Informationen wiederum sollen dann als Eingangsdaten wieder in den in die Datenhaltung des digitalen Zwillings übergehen für weitere Analysen. Bevor wir jetzt mit dem bundesweiten Projekt starten können, haben wir die Machbarkeit eines digitalen Zwillings erprobt in einem Pilotprojekt. Hier in diesem Projekt wollen wir Technologien und Methoden und Daten kennenlernen, Kooperationen aufbauen und die notwendigen Ressourcen, die für ein solches Projekt notwendig sind, sichern. Die Metropolregion Hamburg ist hier in Blau umrissen und innerhalb dieser Metropolregion haben wir ein Gebiet von ca. 8600 Quadratkilometern auserwählt, welches wir mit der Technologie, die wir als geeignet erachtet haben, beflogen ließen. Das Ganze startete am 7. Oktober letzten Jahres und ist mittlerweile abgeschlossen. Die Datenlieferung kommen jetzt langsam bei uns rein. Die Punktdichte, die wir erhalten haben in diesem Punktfolgendatensatz, liegt bei 42 Punkten pro Quadratmeter. Eine Höhengenauigkeit von weniger als 10 Zentimetern wird erreicht und die Bodenauflösung der zeitgleich aufgenommenen Luftbilder hat 22 Zentimeter. Kleiner Eindruck der Ergebnisdaten der Punktwolke. Hier sieht man zum einen, kann man hier Bäume sehen und die darunter liegenden den Boden. Man sieht hier, dass das Kronendach von, das ist ein Laubbäume in dem Fall, durchdrungen wird und auch Informationen über den Boden bereitgestellt wird. Man kann hier Dachformen und Dachaufbauten erkennen oder auch Versorgungsinfrastruktur wie Strommast. Hier erkennt man auch ziemlich viel Detail. Man kann sogar in der Schrägansicht die einzelnen Stromleitungen erkennen. Ja, hier möchte ich Ihnen jetzt einen ersten Blick in die Daten geben mit einem Flug durch die Punktwolke. Diese Punktwolke ist hier mit den Luftbildinformationen eingefärbt. Und jetzt sehen wir die ersten Ergebnisse der klassifizierten Punktwolke in grün. Das waren die als Vegetation klassifizierten Punkte. In blau sind die Punkte, die als Wasser klassifiziert wurden. In rot sehen wir hier die Gebäudepunkte. Jetzt kommt in orange dazu, das sind die Bodenpunkte, also die Punkte in der Punktwolke, die als Boden klassifiziert wurden. Und jetzt gehen wir in die Farbkodierung der Höhe über. Wir haben hier von grün niedrige Vegetation über gelb, orange bis hin zu violett. Das sind dann die hohen Punkte und man sieht hier auch die Türme der Kirchen oder des Rathauses, dass die in violett eingefärbt sind. Genau das Rathaus von Hamburg, über die jetzt hier diese Punktwolke aufgenommen wurde, befindet sich im Zentrum. Und die Fontäne auf der Binnenalster, so wie sie zu diesem Zeitpunkt zu sehen war, ist ja auch in den Punktwolken dargestellt. Ein kleiner Ausschnitt aus der Punktwolke hier des Rathauses Hamburg habe ich jetzt in diesem Video einmal dargestellt. Hier sieht man ganz schön auch die Detailschärfe, die Detailtiefe, die hier erreicht werden kann aufgrund der hohen Punktdichte. Wir sehen die Fassadenaufbauten. Wir sehen, dass die Turmspitzen und auch die kleinen Spitzen aufgrund der hohen Punktdichte gut dargestellt werden und gut zu erkennen sind. Und das unter anderem sollte diese kleine Animation Ihnen hier zeigen. Sie konnten nun Eindruck gewinnen, wie die Daten der Punktwolke ausschauen und welche Detailtiefe sie erlauben. Aus diesen Punktwolken werden wir aber auch noch weitere Produkte ableiten, wie zum Beispiel digitale Oberflächenmodelle oder digitale Geländemodelle. Und diese abgeleiteten Produkte sollen als Open Data bereitgestellt werden. Die Originalpunktwolke hingegen können wir nur an bestimmte Einrichtungen weitergeben und auch nur zur nicht kommerziellen Nutzung und im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher Pflichtaufgaben. Nach dem Blick in die Daten schauen wir jetzt mal auf den Projektablauf.
Wir haben hier die Daten gesehen, gerade aus dem Demonstrationsvorhaben, so wie wir sie auch dann erwarten für den digitalen Zwilling von ganz Deutschland. Die Erfahrungen aus dem Demo-Projekt, die werden jetzt ja, verarbeitet in Lessons Learned. Und das Konzept des digitalen Zwillings Deutschland wird angepasst und erstmalig beflogen werden soll dann ganz Deutschland mit der Technologie im Jahr 2023, sodass wir 2024 dann den ersten Datensatz des digitalen Zwillings Deutschland erwarten. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass ein digitaler Zwilling nicht nur aus 3D-Daten alleine besteht, sondern dass gerade die Verknüpfung mit den Fachdaten hier den großen Mehrwert bringt. Man kann zum Beispiel einfache Analysen machen mit den 3D-Daten, wie zum Beispiel Sichtbarkeitsanalysen in diesem Bild einmal dargestellt. Man kann ja, die Entwicklung des Stadtklimas simulieren, modellieren. Man kann ja zum Beispiel simulieren, wie viele heiße Tage wird es denn pro Jahr geben, also heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad in verschiedenen ja, Zeitscheiben. Wir haben hier Frühjahr, heute und in Zukunft. Das sind denkbare Anwendungen. Eine andere Anwendung ist zum Beispiel Darstellung auch in 3D der NO2-Konzentrationsverteilung in 1,5 Meter Höhe. Ein weiteres mögliches Anwendungsfeld ist die Erzeugung von Starkregen-Hinweiskarten. Hier ist die Idee, verschiedene Szenarien anzunehmen und mithilfe der Geodaten, die uns zur Verfügung stehen, Simulationen durchzuführen und sogenannte Starkregen-Hinweiskarten zu erzeugen. Hier läuft derzeit auch schon ein Projekt, wo erste Daten verfügbar sind. Und dieses Projekt Starkregen-Gefahren-Hinweiskarte, das wird Ihnen jetzt im Anschluss mein Kollege Herr Michael Hofenbitzer vorstellen, zu dem ich jetzt nun auch überleiten werde. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Patrick, für die Überleitung. Mein Name ist Michael Hofenbitzer und ich arbeite ebenfalls für das BKG und möchte Ihnen jetzt das Projekt Starkregengefahrenhinweise vorstellen. Hier möchte ich insbesondere kurz eingehen auf die Motivation des Projektes, dann halt Ihnen das Projekt als solches vorstellen. Die Grundlagendaten, die wir verwendet haben, die Vorgehensweise der Auswertung ganz kurz skizzieren und werde dann nochmal auf die Ergebnisse und auf den Ausblick eingehen. Der Hintergrund des Starkregengefahren-Hinweisprojektes ist es, dass wir es mit dem globalen Klimawandel zu tun haben. Dieser bewirkt, dass wir es mit regionalen Wetterphänomenen zu tun haben, die extremen Ausmaß annimmt und in Katastrophenlagen münden. Meteorologen sagen voraus, dass wir mit einer Zunahme der Starkregenereignisse zu rechnen haben. Diese bewirken, dass wir sehr große Niederschlagsmengen bekommen, die dann halt eben die Abflusskapazität an der Oberfläche überschreiten. Das Projekt Starkregenhinweisgefahrenkarten des BKG beschränkt sich aktuell auf die Betrachtung von Nordrhein-Westfalen. Hier ist es so, dass wir eine Simulation durchgeführt haben von Starkregenereignissen und hierfür wurden folgende Eingangsdaten benutzt. Einmal das digitale Geländemodell. Wir haben hier eine Gitterweite von 1 Meter benutzt, die halt die Vermessungsverwaltung von NRW zur Verfügung stellt als Open Data. Weiterhin als Open Data zur Verfügung gestellt sind die ALKIS-Daten, die Daten des automatisierten Liegenschaftskatasters. Hier ist es so, dass Gebäudedaten zur Verfügung gestellt werden, also Grundrissinformationen von Gebäuden.
dann halt auch Daten, die sich beschäftigen, zum Beispiel mit Durchlässen, die wir auch in dem DGM berücksichtigt haben. Und weiterhin Landnutzungsdaten, die halt Bodenrauigkeitsinformationen geben, die auch ins Projekt eingeflossen sind. Weiterhin wurden KOSTRA-Daten des Deutschen Wetterdienstes benutzt, die die Regenwahrscheinlichkeit und die Regenmenge darstellen und die dann halt auch im Projekt benutzt wurden. Die Simulationen, die durchgeführt wurden, teilen sich in zwei Szenarien auf. Einmal wurde ein seltenes Ereignis betrachtet. Dieses hat eine Jährlichkeit von 100 Jahren und dort wurden die KOSTRA-Daten benutzt, die dann halt eben vom Wetterdienst zur Verfügung gestellt wurden. Bei einem zweiten Ereignis ist es so, dass es sich um ein extremes Ereignis handelt und hier wurde eine Regenmenge von 90 Millimetern pro Quadratmeter so in die Modellierung eingeführt, dass jeweils eine Stunde Beregnung und eine Stunde Nachlaufzeit betrachtet wurden. Diese Berechnungen wurden hydronumerisch instationär zweidimensional durchgeführt und dann halt folgende Ergebnisse, die in den nächsten Folien dargestellt werden. Als erstes Ergebnis kann hier dargestellt die Wassertiefe, die maximale Wassertiefe im Bild ersehen werden. Es handelt sich hier aufgeteilt einmal in das seltene Starkregenereignis und in das extreme Starkregenereignis. Und Sie sehen deutlich hier die maximalen Wasserstände eingefärbt in unterschiedliche Blautöne. Und wir haben es hier zu tun mit relativ hohen Wasserständen. Im extremen Ereignis hier ist es deutlich zu sehen, dass wir mehrere Stellen haben, die über 1 Meter Wassertiefe liegen. Weiterhin ist es möglich, dass die maximalen Fließgeschwindigkeiten dargestellt werden. Deutlich ist auch hier wieder zu sehen, dass das extreme Starkregenereignis mehr Wassergeschwindigkeit bewirkt. Und wir haben es hier auch zu tun mit Bereichen, die halt an 2 Meter pro Sekunde heranreichen. Sie sehen hier deutlich die Straßen abgebildet, die dann halt eben zu reißenden Flüssen werden, was sich hier in dieser Darstellung verdeutlicht. Die Ergebnisse des Starkregen-Hinweisprojektes wurden auf dem neuen Geoportal des BKG und des Bundes zur Verfügung gestellt als Open Data und können dort halt abgerufen werden. Weiterhin ist es auch möglich, dass das Ganze dann halt auch in dreidimensional, in 3D angeschaut werden kann. Und alles ist als Open Data zur Verfügung gestellt. Auch die Szenarien sind dort abrufbar, sodass alles der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Zusammenfassend möchte ich kurz erläutern, dass das BKG dieses Starkregenprojekt am Beispiel des Testgebietes Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat. Es wurden Daten verwendet, die halt hauptsächlich vom Land NRW, vom Deutschen Wetterdienst, vom BKG stammen. Das Ganze wurde von einem Firmenkonsortium durchgeführt. Die Daten sind im Geoportal jetzt veröffentlicht und frei zugänglich und eine Überprüfung ergab, dass die reellen Wassergrenzen, die wir aus Satellitenbildern bekommen haben, hier mit den Simulationen sehr gut übereinstimmen. Als Ausblick möchte ich feststellen, dass wir noch mit weiteren interessierten Bundesländern im Kontakt sind. Auf der Grundlage der Daten, die wir für NRW berechnet haben, welches hier in grün dargestellt ist, möchten wir mit den rötlich eingefärbten Ländern ein weiteres Projekt bzw. im Projekt weiterkommen.
und werden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachausschuss für Wasser und weiteren Partnerbehörden, zum Beispiel die Bundesanstalt für Gewässerkunde, dieses halt durchführen und planen die Veröffentlichung weiter Starkregengefahren-Hinweiskarten für Ende 2023. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und falls es Fragen geben sollte, gleich im Live-Chat oder halt gerne auch über die angegebenen E-Mail-Adressen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Warum ich jetzt eigentlich höre? Gut, dann fangen wir mit den, dann fangen wir mit den Fragen gleich an. Der Chat läuft fast über schon von Fragen. Die erste Frage ist, mit welcher Software wurde die Punktwolke klassifiziert? Die Frage geht an mich. Ich hoffe, man kann mich hören. Die Software ist mir nicht bekannt. Das ist von der Firma, die wir beauftragt haben, ist das durchgeführt worden. Genau, ich denke mal, das wird eine eigene Software der Firma Hexagon sein. Okay. Dann die nächste Frage ist, wird das BKG seinen Datensatz mit den georeferenzierten Adressdaten zusammen mit dem öffentlichen Zwilling der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Also ich kann hier nur sprechen für die Daten des digitalen Zwillings und da ist es so, dass wir die Produkte, die ich in dem Vortrag genannt hatte, die wir aus der Punktwolke ableiten, also DGM, DOM, dass wir das planen, als Open Data bereitzustellen. Zu den anderen Verknüpfungen kann ich jetzt nichts sagen. Zur landesweiten Punktwolke sind mobile Objekte wie zum Beispiel Fahrzeuge auf den Verkehrswegen, Personen-EDC in der Punktwolke enthalten oder können diese herausgerechnet werden? Also Fahrzeuge werden enthalten sein zu dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug quasi über dem Gebiet war, aber sind ja natürlich aufgrund der Punktdichte jetzt als Fahrzeug schon zu erkennen. Personen hingegen müssen schon extrem ungünstig sich hinstellen, dass die mit der Punktdichte erfasst werden. Also man bekommt vielleicht einen Punkt pro Person, das reicht nicht, um das jetzt okay als Person zu identifizieren. Dann die nächste nächste Frage, was kann man in der Punktwolke sehen, wenn der Laser auf Glas trifft? Wenn der Laser auf Glas trifft? Seltsame Frage oder interessante Frage, sagen wir mal so. Würde ich sagen, kommt auf den Winkel an, auf wie das Glas geneigt ist normalerweise. Ja. Also kommt drauf an, auf den Winkel des Materials, wie das Material betroffen wird. Okay, und dann kommen wir schon, kam eine Frage, wegen der Satellitenschichten, wie ist die Flughöhe? Da wurde nach der Flughöhe gefragt. Die Flughöhe. Ja, müsste ich mal kurz nachschauen. Ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Ich glaube, es waren. Michael, vielleicht kannst du da ergänzen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich meine, es wären etwa 3000 oder 4000 Meter. Das ist jetzt so eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht genau sagen. Müssen wir nachreichen. Okay. Okay, dann kommen wir noch zu einer letzten Frage. Wie geht man mit beim digitalen Zwilling mit sich ständig verändernden Oberflächen um? Hat eine so hohe Auflösung Sinn? Jetzt weiß ich nicht, worauf die Frage abzielt. Ständig sich verändernde Oberflächen. Also wir
Wir nehmen ja einen Stand auf zu einem Zeitpunkt X und vergleichen das dann frühestens, sage ich mal, in dem nächsten Zyklus mit der Situation dann 3 Jahre später. Ich wüsste jetzt nicht, welche Flächen sich so sehr verändern, dass es nicht Sinn macht, die in der Auflösung aufzunehmen. Also die Anwendung, für die wir das vorsehen, ist die Punktdichte auf jeden Fall ideal und ausreichend.